Schwarzgeld. Erich Hess zum Beispiel, prominenter Politiker der rechtskonservativen Partei SVP. Es kann nicht sein, dass wir als Schweiz für Deutschland die Steuern eintreiben. Dieses widerspricht jeglichem Souveränitätsprinzip eines Landes. Erich Hess, schöner Name übrigens, und seine Partei, also er und seine Partei, treten nicht nur für das Souveränitätsprinzip ein, sondern auch für das Abschieben von sogenannten Sozialschnorrern und kriminellen Asylbewerbern. Unser neuer Kollege Ralf Kabelka hat den sehr agilen Medienprofi Hess im Steuerparadies besucht. So, Herr Hess, es geht los und bitte. Gemessenen Schritt nicht zu schnell, aber jetzt schneller. Ist auch nicht gehetzt, jetzt winken. Und jetzt langsam auf die Kamera zugehen. In die Kamera rein lächeln, richtig strahlen. Ja, genau, haben wir es, ja. Und nochmal winken. Und jetzt sagen Sie bitte Ihren Namen. Mein Name ist Erich Hess. Nochmal? Mein Name ist Erich Hess. Nochmal winken. Und aus dem Bild gehen. Wenn Sie vielleicht für den einen oder anderen Kollegen mal über Check Hand oder so, oder Grüße oder so, dass man so sieht, so mit den Kollegen. Ich würde sagen, Grüße mit dem großen Wunsch. Das Ganze nochmal auf Deutsch. Heute ist es alles mit weggelaufen. Ich schaue, dass es so weitergeht. Ja, mal auf die Schulter klopfen. Was sind denn so Ihre Hauptthemen Ihrer politischen Arbeit? Gut, ich setze mich ein für weniger Steuern, Gebühren und Abgaben gegen einen EU-Beitritt der Schweiz und dass kriminelle Ausländer ausgeschafft werden. Zudem setze ich und meine Partei uns ein, dass nicht mehr jeder in der Schweiz eingebürgert wird, sondern dass klare Kriterien aufgestellt werden, dass jemand eingebürgert werden kann. Wir haben dort auch eine Initiative lanciert. Ich würde schon lange verzweifeln, wenn ich sehen würde, wie viele Milliarden Euro von Deutschland in die anderen europäischen Staaten verfrachtet wird, von den eigenen Bürgerinnen und Bürgern. Und ich finde es eine Schweinerei, dass So, Nils, alles sehr, sehr gut. Was würden Sie den Deutschen zurufen? Liebe Deutsche, schaut besser auf die Finger. Mein Name ist Erich Hess. Mein Name ist Erich Hess. Liebe Deutsche, schaut euren Politikern besser auf die Finger, wenn ihr seht, wie sie mit vollen Händen das Geld zum Fenster hinaus schmeißen. Mein Name ist Erich Hess. Ich setze mich ein für tiefere Steuern, Gebühren und Abgaben gegen einen EU-Beitritt der Schweiz und dass kriminelle Ausländer aus der Schweiz ausgeschafft werden. Ja, das ist schon viel schöner, wir machen es nochmal.